ich stehe eben auf blonde Haare und große Brüste. Das war schon immer so. Erik! Erik, Bruder! Was geht ab, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu unserer Reaction auf Good Luck Guys. Heute Folge 10 mit Special Guest. Jawohl! Daniele ist am Start. Ein wunderschönen Hi. Daniele, herzlich willkommen. Du konntest, glaube ich, nicht widerstehen nach der letzten Reaction. Ja. Wir haben ein Versprechen gemacht. Wir haben das Wasser. Ja. Wir haben natürlich auch die Ibuprofen. Für alle Fälle vorgesorgt. Für alle Fälle, damit es hier keinen Ärger gibt. Und wir haben natürlich auch die Zigarette. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Zigaretten gekauft. Okay, also bin ich jetzt quasi vorbereitet. Du bist jetzt perfekt vorbereitet. Genau. Ich muss aber eins sagen, das ist nur eine 400er. Ne? Die reicht dir nicht? Oh, wo fängst du bei dir an? 600. Oh. 600. Ah, okay. 600 aufwärts, sonst kannst du alles vergessen. Nee, danke schön dafür. Danke, ey, dafür. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und wir gehen jetzt rein in die 10. Folge Good Luck Guys, Leute. Wie immer wisst ihr Bescheid. Ihr findet alle Folgen bei Join, Link in der Beschreibung. Und jetzt geht's los. Nach dem großen Good Luck Guys Glutengefecht steigt am Lost Beach langsam wieder die Stimmung. Die Adventurer haben ihren ersten Einkauf im Guck mal, wie? Also ich muss ehrlich sein, das ist schon ein bisschen assi, ne? Was denn? Essen. Ja gut, aber ihr habt ja keine andere Wahl, eklig. Ne? Ja. Wie, du warst auch im Dschungel, ne? Mhm. Wo war es schlimmer mit Essen? Da. Ehrlich? Wirklich? Ja, weil das Problem war, im Dschungel hatten wir wenigstens konstant dieses Bohnen und Reis. Stimmt. Wir hatten ja dazu auch noch, das muss man auch sagen, zumindest so Kleinigkeiten. Wir hatten so ein bisschen Öl, womit man was anbraten konnte und so. Okay. Dann konntest du wenigstens den Reis ein bisschen anbraten und die Bohnen. Das war einfach nur Pampe. Oh, was war da wirklich so der längste Zeitraum, wo ihr nichts gegessen habt? Weißt du das noch so ungefähr? Ja, die ersten 5 Tage. Fünf Tage? Ja, also wir haben 5 Tage nur so Kokosnussstücke gegessen. Ja, okay. Boah, und die waren so widerlich. Crazy. Das ist echt hart, ey. Krass. Scheißegal, Hauptsache Essen. Guck mal, mit den Händen. Ja, wirklich. Die nächste Muschelzeremonie steht an und diesmal ist Team Rot nicht vor der Nominierung geschützt. Da dachte ich echt, wir sind raus. Ja? Ja. Pass auf, Valentina, ich habe heute meinen Arsch aufgerissen mit der Hoffnung, dass die Leute sehen, dass ich hier auch immer da bin und so. Und du hast es binnen 20 Sekunden mit allen verscherzt. War Fangkohle, war. Oh. Ja, stimmt. Ey, man muss immer denken, die beleidigt immer alle. Ja, ja. Die ist wirklich so, wie ich davor war. Ja. Also ich hab da damals. Ja, ich habe da 1:1 Parallelen gesehen. Ja, ja. Also ich habe dann auch gesagt, so, das ist wirklich wie ich, nur in weiblich. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr Tempo. War so Couple Challenge damals so das Ding, wo du danach gesagt hast, okay, ich muss ein bisschen runterkommen? Oder wo war dieser Cut dann? Als meine Ex-Verlobte sich von mir getrennt hat. Okay. Okay. War das nach Couple Challenge? War kurz nach der Show. Okay. Also diese Couple Challenge, das war ja nochmal eine andere Partnerin damals. Ja, genau. Ich bin ja dann sehr, sehr lange untergetaucht, habe so ein bisschen das Ganze versucht sacken zu lassen, ja, weil diese Ibuprofen-Geschichte natürlich schon durch die Decke geschlagen ist. Ja, ja. Also ein endlos Meme. Ja, und ja. Am Ende des Tages war es dann so, dass ich genau so war auch gegenüber, ich muss ehrlich sagen, gegenüber meiner Ex-Partnerin. Mm, okay. Und die hat irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Ja. Und da habe ich das dann realisiert. Okay. Danach bin ich auch in Behandlung gegangen, kann man auch ehrlich sagen. Und mittlerweile bin ich froh, dass ich nicht mehr so bin. Ich habe diese Züge noch ab und zu, ja. Ja. Aber nicht mehr so aus. Ja, also nicht mehr so nonstop. Sagen, also in der Show, als man gesehen hat, dass du da teilnimmst, man denkt natürlich erstmal so an die alten Formate und denkt, oh, okay, das wird crazy, der rastet bestimmt wieder komplett aus. Aber dann hat man relativ schnell gemerkt, dass du dich da irgendwie so wahrscheinlich mit am wohlsten noch fühlst und damit am besten klarkommst und eigentlich ein sehr entspannter Teampartner immer war es bisher so. Ja, ich bin da voll aufgegangen. Also ich bin so ein Survival-Typ durch und durch. Ich liebe das. Ich liebe das, wenig zu haben und daraus das Bestmögliche zu machen. Du bist auch direkt als Erster da überall durch die Büsche gekrabbelt. Das stimmt tatsächlich. Auf der Suche nach Feuerzeugen. Stark. Daniele tut mir extrem leid, weil die ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Und Daniele ist halt viel zu gut für sie, finde ich. Ich sag ehrlich, was ist jetzt los? Halt, stopp. Du wirst heute Abend keinen Spaß haben. Sag ich dir jetzt schon. Nur, dass du es weißt. Aber euer Vorteil ist, glaube ich, ohne jetzt zu wissen, was passiert, dadurch, dass du so krass performt hast bei diesem letzten Game, die Leute haben auch ein bisschen Angst, dich zu wählen, glaube ich, weil die wollen nicht mit dir ins Exit-Game, weißt du? Oh, das ja, das ist das tatsächlich sein. Der einzige, bin ich auch ehrlich, Gedanke, den ich in dem Moment noch gepflegt habe. So. Also als ich gesagt habe, so von wegen, komm, wenn ich jetzt schon nicht gewinne, diese Challenge, als wir dann an dieser Wand hingen, weil ich wusste am Schluss, ich kann es nicht gewinnen. Dann wenigstens zeigen, so, ja, was du drauf hast. So lange, wie es geht, damit man zumindest krass ein bisschen Eindruck schindet. Und, ja. Das war heftig. Dankeschön. Jeder tut jeden gegen jeden da hier ablästern. Die lässt er gegen den, der lässt er gegen den, die lässt er gegen den, die lässt er gegen den. Da lässt er von alle.
Lass dich gar nicht aus der Ruhe bringen. Ja, mir ist alles komplett egal. Er hat Jana verteidigt. Er ist da gewesen, ich hab's gehört, wo er gesagt hat, da kann man, ja, sie ist mit Vorsicht zu genießen und bla bla. Ist. Was hast du denn gemacht? Du bist in der Freundin auf Fremd gegangen, hab ich dann gesagt. Ja, aber das ist, also wirklich, das war der absolute Super-GAU. Ja, wirklich. Er ist doch, mit ihr ist er doch Fremd gegangen. Ja und? Ich verstehe nicht, dass sie sich da so einmischt. Ich glaube, Daniele ist auch tendenziell harmoniebedürftig, er achtet sehr auf sein Umfeld und Valentina eher nicht so. Ich finde das auch so scheinheilig. So, wir haben ja auch oft Leute so aus dieser Reality-Bubble hier, ne? Ja. Und die erzählen natürlich auch manchmal Geschichten. Ja. Und in diesen ganzen Beziehungen, da wird so oft hinter den Kulissen betrogen und fremdgegangen. Ja. Ja. Das ist, und bei ihm, nur weil es im TV war, genau, stellen sie sich alle auf so ein Podest und sagen, du fremdgeher. Ja, ja. So. Aber jeder Zweite in dieser Bubble geht fremd. Würde ich genauso so sagen. Und vor allem die Einzige, die wirklich Grund hat, da sauer zu sein, ist seine Teampartnerin. Und sie sagt gar nichts so. Selbst sie sagt, ey, wir haben uns ausgesprochen, das war scheiße. Er hat sich entschuldigt, ich habe ihm mehr oder weniger verziehen oder so. Was ja viele gar nicht gesehen haben, man sieht ja immer nur das, was die Leute da so, oder was halt ausgestrahlt wird, aber Jana hat schon an Tag 2 und 3 gesagt, sie hat mit dem Thema abgeschlossen. Ja. Sie ist das fein, sie zieht das Ding jetzt hier durch, aber die haben ja noch an Tag 5 auf den Umut da eingehackt, als wäre er gerade erst eingezogen und als wäre der absolute Buhmann. Ja. Und natürlich, der hat Fehler gemacht, alles schön und gut, aber man muss immer noch bedenken, die andere Partnerin sitzt zu Hause und sieht das auch noch. Das ist alles nicht so geil. Eben. Ja. Ich glaube eher, du hast die Frau verletzt, die zu Hause sitzt. Ach so, ja. Da sagt das. Frauen verletzen die. Okay, ich für bin dann die Böse. Das, nein, ich bin dann die Böse. Er macht Scheiße und ich bin die Böse. Okay, gut. Der Klügere gibt nach. Ich gehe. Ich hab's versucht. Doch wer versucht, der Klügere gibt nach, zu reden, steht schon im Vorfeld als Biggest Loser. Es fällt dir sehr schwer, so nachzugeben, glaube ich, ne? Oder so. Ja, ja, und genauso war ich auch, wirklich 1:1. Die haben mir genau einfach mich in weiblich gegeben, als ich da reinkam. Meine alten Raster gibt es nicht mehr. Ich bin seit 4 Tagen rauchfrei. Ich bin seit 4 Tagen glücklich und meine größte Challenge hier drin ist meine Teampartnerin. Boah, was ein Deep Talk. Das ist krass. Was ein Deep Talk. Das ja, war, Mann. Ja, Fakt. Also die ersten 5 Tage waren auch für mich Horror. Also ich habe da echt so viel runtergeschluckt, weil ich gesagt habe, boah, jetzt wird's langsam kritisch. Aber ihr habt doch euch keine Zigaretten gekauft, ne, als der Kiosk offen war, ne? Weil die waren gar nicht so teuer, glaube ich, habe ich gesehen, ne? Also wäre theoretisch sogar wäre eine drin machbar gewesen, ja. Aber man macht halt Abstriche so für alle. Man sagt, komm, dann lieber an alle denken. Ja. Sie sieht es nicht ein, was sie falsch macht. Du darfst nicht jemanden beleidigen, so wie Umut. Was bei uns passiert ist, das geht dich ja einen Scheißdreck ab. Ja, natürlich geht's mich einen Scheißdreck ab. Du kannst nicht Vorwürfe oder Sachen. Ich habe das halt nur gesagt, weil er. Guck mal, die lässt die nicht ausreden. Mhm. Die kann nicht mal ein Wort sagen, Diana. Da redet die schon wieder. Ja, wirklich. Übrigens, die heutige Muschelzeremonie wird Ihnen präsentiert von Liliana und Aaron. Na, das kann ja heiter werden. Ernst gemeint. Willst du was zu Sabrina sagen oder zu Jill? Beides. Zu allen. Zu allen. Ja, das kann sie gut. So ein bisschen Feuer machen. Feuer. Valentina. Da könnte man sagen, wenn jeder im Camp mit dir ein Problem hat, da musst du dich selbst. Könnte es sein, dass das Problem vielleicht dann du bist. Guck mal. Er formuliert das auch, er betont das auch schon so. Voll. Der hat das so drauf. Er könnte Ghostwriter werden für so Moderationskarten. Umut, ich wollte nur sagen, wegen Temptation Island, wo ich ja vorhin gesagt habe. Bevor das jetzt kommt. Ja. Ich habe ihr gesagt, entschuldige dich bei den beiden, aber bitte nicht mehr heute. Oh, entschuldige dich nach der Zeremonie. Entschuldige dich, wenn die Sache vorbei ist. Ah, damit es nicht so aussieht. Das hat den Anschein, die geht da jetzt hin, weil die Panik schiebt vor der Zeremonie. Ja, ja. Stimmt. 1:1. Ich hab's ihr gesagt. Dann, ne? Ich habe gesagt, mach's nicht. Sie geht hin. Wir tun alle, was das ist. Wir tun alle überreagieren für Kleinigkeiten, wo man denkt, ey Leute, was ist los? Wir würden normal niemals so reagieren oder so, so streiten oder so uns angehen, weißt du? Man merkt es selber nicht mal, verstehst du? Man merkt richtig an Umut, der hat gar keinen Bock. Ja. Er hatte gar keinen Bock. Ja. Ich will einfach nur gewinnen und es hinter mir haben. Ja. Ja. Nicht nur sie. Sabrina kränkelt und stellt sich trotzdem. Ich sehe nichts Gutes heute Abend. Das wird noch sehr, sehr schwierig. Erik zittert schon wieder. Ja. Erik hat uns auch jeden Tag gesagt, wie sehr er Trash liebt und wie er unbedingt gewinnen will. Er will unbedingt mal ein Format gewinnen. Er will unbedingt mal ein Format gewinnen. Und ich wünsche es ihm so sehr. Ja, ich mittlerweile auch. Ey. Aber er wird immer richtig nervös, ne, wenn es soweit ist. Vor allem bei sowas. Also ich denke, die Muschelzeremonie wird sehr schlecht für uns ausgehen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Da ich hier heute Streit hatte und mein Team packt. Ey, da habe ich echt schwarz gesehen. Mhm. Wir saßen da und ich wusste,
Das könnte das wirklich hart. Könnte ein enges Ding werden. Ja. Weil halt auch nur 3 zur Verfügung stehen. Stimmt, ja. Es ist ja nicht mal so, dass alle zur Verfügung sind, sondern... Ja, aber sowas freut man sich ja fast von einer Nominierung. Dann hast du es echt leicht, jemandem eine Stimme zu geben. Ja, die erste Challenge war noch die geil. Die erste Nominierungsabend war noch so geil, weil du halt wusstest, du bist einfach safe, alles ist gut. Wenn du aber da sitzt, ist nicht so geil. Ey, obwohl ich weiß, was passiert, fieber ich mit. Geil. Bevor wir aber zur Nominierung kommen... Ist mir übrigens auch erst hier aufgefallen, dass die ja gar keinen Bikini trägt. Die trägt ja seit 5 Tagen Unterwäsche. Ja, ja. Stimmt. Ja, ja, das stimmt. Und das mir, nicht mal in Teamfarben. Das genau, ist meine Teamfarbe. Ja, ja, Team. Verwechslungsgefahr. Ah ja, dann kannst du uns jetzt mal sagen, wegen der Teamfarben. Die sagen ja am Anfang, du musst alles aus dem Koffer nehmen, darfst nur Sachen in deinen Teamfarben behalten. Mhm. Ist es denn einfach so, wer nicht genug Sachen in seinen Teamfarben hat, der hat Pech gehabt? Oder? Ja. Weil bei Aaron war ja Glück, dass er eh immer nur gelb trägt. Ja, der trägt ja nur gelb. Das ist ja ein absoluter Gelbträger. Ja, tatsächlich. Haben die vorher gesagt, du musst dir was Rotes noch kaufen, oder? Also sie haben uns natürlich tendenziell Tipps der Farben gegeben, aber welches Team wir sind und so haben sie nicht gesagt. Okay. Und dann sollten wir uns so dementsprechend ein bisschen ausstatten. Hattest du so von jeder Farbe ein bisschen was dabei, oder? Genau, aber bei mir war das nochmal ganz anders, weil ich ja reingeworfen wurde für den Markus, hier den Ehrenmarius, so rum. Ach ja, stimmt, stimmt. Ich wurde ja für den Ehrenmarius reingeworfen. Und dann haben die meinen Koffer aufgemacht. Und ich durfte quasi gar nichts rausnehmen, sondern die haben einfach 2-3 Oberteile genommen und haben mir die mitgegeben. Ich laufe auch die ganze Zeit in denselben Sachen. Okay. Weil die haben mir zu wenig gegeben. Sabrina, hier im Busch, es gibt voll viele Schlangen. Ich glaube, du hast schon davon gehört, ne? Mhm. Genau. Würdest du sagen, dass du einer davon bist? Ja, ist schon hart. Das war einfach zu viel. Also, sorry. Nein, würde ich nicht, weil... Natürlich kommt es vor, wir sind alle manchmal abgefuckt und lästern noch unter anderem. Ich weiß, auf was du hinaus möchtest. Aber ich bin trotzdem eine Person, ich gehe dann immer zu den Menschen hin, suche das Gespräch und sage ihnen das ins Gesicht. Ja, fair, dass du es danach sagst, aber du kannst jetzt nicht jedes Mal lästern, danach zu den Leuten gehen, und das beichten und dann sind wir wieder bei null. Also so funktioniert es ja nicht. Da hat er recht, leider. Sabrina ist definitiv eine in unserem Camp, die hinter unserem Rücken sehr, sehr viel redet. Und würde mich nicht wundern, wenn ich mir das später anschaue, und die hat auch das ein oder andere über mich gesagt. Hat sie schon? Tatsächlich bis jetzt noch nicht. Aber das ist uns allen aufgefallen. Ja. Von der ersten Stunde an, sie redet halt gerne. Ja, das ist jetzt auch nicht gleich was Negatives, aber sie redet viel. Erik, es gab ja einen romantisch-zärtlichen Austausch, einen Kuss. Oh, die Love Story. Ah. Und ich weiß genau, also was jetzt kommt. Mehrere Küsse. Waren das wahre Gefühle oder ist es nur ein kleiner Teil der großen... Bühne frei für die größte Liebeserklärung der Welt. Ach, oh nein. Jetzt wird's ganz dramatisch. Ich wollte eigentlich nicht durch Frauengeschichten oder irgendwas weiter auffallen, weil ich hatte in der Vergangenheit sehr, sehr viele davon. Und was mir eigentlich eher negativ gekommen ist, also immer wenn ich meinen eigenen Weg gegangen bin, dann bin ich weiter nach vorne gekommen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Aber ich stehe eben auf blonde Haare und große Brüste. Das war schon immer so... Erik! Erik, Bruder! Einfach nur blonde Haare und große Titel. Nein, sie hat auch noch. Sie ist auch noch Charakter, auch super. Auch gut. Oh mein Gott, was hat das gehört? Warte, was hat er gesagt? Einfach nur blonde Haare und große Titel. Nein, sie hat auch noch. Sie ist auch noch sehr intelligent. Was man vielleicht unterschätzt, wenn man sie sieht. Boah, was? Oh Gott. Also, sie sieht dumm aus eigentlich, aber wenn man sie dann kennenlernt, ist sie doch nicht so dumm. Bis zu diesen blond und große Möpse war es richtig geil. Ich dachte so, Alter, voll gut, Erik. Aber dann ist es irgendwie in Erik gedriftet. Oh, hat Dr. Simpson übernommen. Wenn jeder hier im Camp ein Problem mit dir hat, bist dann nicht vielleicht du das Problem? Nein. Finde ich nicht. Hast du recht, natürlich. Ich bin sehr impulsiv, ich gehe zu schnell, werde ich gereizt und das muss ich vielleicht ändern. Vielleicht, aber nur. Nur vielleicht. Aber ein Problem ist schon... Oi. Ich erkenne das richtig an mir, dass ich gerne was gesagt hätte. Ja, man sieht richtig, wie du es dir verkneifst. Mhm. Es gab Zeiten, da wäre ich hier an die Decke gefahren und dann hätte auch Valentina ganz sicher kein Wort mehr gesagt. Ja, das stimmt. Ich habe daraus gelernt, ich habe viele Fehler gemacht und ich wünsche es ihr einfach, dass sie das irgendwie hinbekommt, das endlich für sich selber einzusehen, dass ihr mit diesem Satz gerade 1000% recht habt. Boah, stark. Ja. On point. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin ja selber stolz auf mich. Also ich nominiere ein Team
welches ich nicht unbedingt für ein Team halte, weil mir da einfach die Harmonie fehlt, da fehlt mir Team. Oh, das seid ihr. Das ist so, man hat das Gefühl, die beiden haben keine Lust aufeinander. Oder Umut und Jana. Von einer Seite aus dem Team so ein bisschen der Respekt auch der anderen Person gegenüber. Und das okay, das klingt wieder nach euch. Wir Team. Grün. Oh. Grün, doch grün. Hätte beides sein können. Ja, mit dem Respektklang. Ja, ja. Das war echt so gesprochen für beide Teams. Ja. Man hat nicht gemerkt, dass ihr euch irgendwie so als Team so zusammenrauft und so alles andere so ein bisschen versucht auszublenden. Ja, die haben echt lang gebraucht, bis sie so angefangen haben, so Team zu werden. Aber es wurde von Tag zu Tag wirklich besser. Also ich hatte das Gefühl, auch diese Auseinandersetzung mit Valentina hat die so ein bisschen zusammengeschweißt. Mhm. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Guckt euch den mal an, ey. Das ist doch nicht normal. Meine erste Zeremonie. Bin auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss sagen, mir fällt sowas halt nie leicht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der ist so ein bisschen verpeilt. Ist er auch. Ja, so ein bisschen so im Kopf nicht so ganz da. Ja. Und das macht ihn irgendwie, das klingt jetzt blöd, aber das macht ihn irgendwie, macht ihn das cute. Ja. Also. Team Grün, aber das ist überhaupt nicht negativ oder überhaupt nicht böse gemeint. Er hat einfach auch Grün gewählt. Okay, dann wird's Grün gegen Blau, sage ich. Grün gegen Blau? Erik ist doch blau, ne? Ja. Dann sage ich grün gegen blau. Weil ich glaube echt, das ist der Faktor, dass keiner gegen dich antreten will, Daniele. Ja, das kann echt gut sein, ja. Danke erstmal dafür, Leute. Das freut mich sehr. Also Erik sieht man dann schon eher als schwächeren Gegner, wenn er oft so nervös wird vorher. Ja. Wir wollen da eine Strategie fahren, dass wir irgendwie schauen, dass wir mit ein Team, also dass wir eine Stimme Team Grün geben. Und die hoffentlich dann auch uns die Stimme geben. Deswegen haben wir auch die Gespräche gesucht und wollten eigentlich diese Strategie fahren. Ich hoffe, ihr habt euch daran gehalten. Wenn nicht, tut es mir unglaublich leid, weil ich niemals meine Freundin nominieren wollen würde. Das habe ich auch nicht gedacht. Grün gegen Blau also. Mal sehen, ob es wirklich so kommt. Ja. Team Grün. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, ja. Aber kommen ja auch noch viele Stimmen. Ja. Also auch wenn es jetzt gerade sehr, sehr gut für uns aussieht, denke ich, dass das heute noch ein richtiger Nervenkitzel für uns wird. Und das macht mich schon sehr, sehr traurig, weil ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Reality liebe und auch diese Shows lebe. Ja, das weiß wirklich jeder. Wir haben natürlich strategisch gedacht und Daniele, du bist meiner Meinung nach mit der Beste hier, ja? Das nehme ich als großes Kompliment, dankeschön. Genau deswegen haben wir uns für Team Rot entschieden. Sehe ich als Kompliment. Sehr schön. Ah, okay. Also das habe ich auch erwartet. Ah, ja. Ich dachte nämlich sogar tatsächlich, wir kriegen von beiden die Stimme. Ah, okay. Da hat er ja noch die Hoffnung, dass die gar nicht rein müssen. Mhm. Ja, stimmt. Ich muss leider Team Rot nominieren, weil ich eine Auseinandersetzung hatte mit Valentina. Ja, gut. Ah ja, okay. Das war zu erwarten. Also doch keine Absprache mit Team Blau? Valentina ist eigentlich wirklich ein Mensch, die nett ist. Ich habe sie auch von einer anderen Seite kennengelernt. Aber trotzdem, für die Dinge, die du halt heute gesagt hast, ging mir halt schon nah. Und auch Jana, wir haben auch darüber gesprochen. Das sind halt Dinge, die uns beide belastet haben. Deswegen, Team Rot, ich freue mich aber, wenn es so sein sollte, gegen euch anzutreten. Okay. Größte Enttäuschung in diesem Moment. Ja? Ich sage ich ehrlich, und das soll er auch hören, und das habe ich ihm auch danach gesagt, ja. Ich habe von allen eine Stimme erwartet, aber nicht von ihm. Nein, ich habe den immer in Schutz genommen, ich war immer voll auf seiner Seite, ich habe diese Geschichte auch ja da mit seiner Ex und so, Schlaf woanders, alles akzeptiert und so hingenommen. Mhm. Und er schießt dann natürlich gegen Valentina, das ist auch schön und gut, aber dann sag was zum gesamten Team. Das hat mich sehr enttäuscht in dem Moment. Heute sehe ich das alles ein bisschen anders, ja. Weil ich kann natürlich, wenn ich die Bilder nochmal sehe und so, auch ein bisschen nachvollziehen, dass die sehr abgefuckt gewesen sein müssen. Ja, safe. Aber hat mich in dem Moment ein bisschen geschockt. Aber auch strategisch, ich hätte aus seiner Sicht erwartet. Hätte ich auch gedacht. Weil er weiß ja, dass die auf jeden Fall rein müssen. Willst du dann nicht lieber gegen Erik und Sabrina spielen als gegen euch? Also eigentlich schon. Wir haben uns ausgedacht, dass wir halt die stärkste Team, die wir als Konkurrenz sehen, auswählen. Also lange Rede, guter Sinn. Haben wir uns für Blau. Oh, doch nicht. Oh, okay. Oh oh, jetzt geht das Zittern los. Boah, da habe ich wirklich Erik bis zu mir rüber hat's gebebt. Er so, nein! Ach ja, jetzt kommen ja noch eure. Ja, wir sind auch noch dran. Okay. Klar, stimmt. Wir sind auch noch dran. Dann hat Aaron die entscheidende Stimme am Ende. Es tut mir jetzt fast leid, aber ich habe natürlich meine Stimme wieder an die gleichen gegeben, weil wir mussten uns ja quasi auch retten ein bisschen. Deswegen haben wir Team Blau gewählt.
Oh, jawohl. Dankeschön, das war's schon an der Stelle. Scheiße. So, jetzt Valentina auch blau und dann ist Aaron der Entscheider. Ja, und das alles. Aber wer tritt dann an? An dem Tag wusste ich gar nicht, was sie wählt. Sie hat es mir nicht gesagt. Deswegen habe ich so gehofft, als ich da saß. Ja. Du sagst, ich bin deine größte Challenge. Momentan bin ich okay, ehrlich, ja. Okay, ich akzeptiere das, du hast recht. Aber überleg mal. Vielleicht siehst du es nur negativ, vielleicht ist es auch positiv. Ich muss an mir arbeiten, auf jeden Fall. Okay, ich versuche mitzuarbeiten. Aber denk mal, ob das vielleicht auch etwas Gutes für dich ist, dass ich deine größte Challenge bin. Jetzt mal ehrlich, Leute, ist das positiv für mich? Ja, negativ denken, sondern nochmal das Positive in dieser Sache. Weißt du, was ich meine? Sie tut das nur für dich. Ja, sie macht das nur für mich. Das ist ein reiner Push für mich. Damit du noch stärker wirst. Ja, damit ich noch besser werde. Wir wussten auch, dass ihr uns wählt. Was? Oh, grün? Oh nein. Damit steht fest, Team Grün geht ins Exit-Duell. Ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert. Ah. Ich habe gesagt, was hat sie getan? Ja. Was ein Fehler. Was hat sie getan? Letztendlich war es dann eine strategische Wahl. Er guckt schon zu blau. Mhm. Grün, ihr schneidet einfach in den Challenges relativ schwach ab aktuell. Und deswegen habe auch ich mich... für Team Blau entschieden. Ja! Oh. Die Geschichte ist noch nicht vorbei, wir sind noch da, Valentina. Wie erleichtert warst du da? Ja, wir atmen noch mit Nase über Wasser. Ja. Das bedeutet, ich würde jetzt einmal Team Rot, Grün und Blau bitten, noch mal einmal hier unseren schönen Schauplatz zu verlassen, damit Team Lila und Gelb sich beraten können. Wir brauchen eine Mehrstimmigkeit, ob wir Team Rot oder Blau in den Exit schicken. Valentina hat sich einfach mit ihrer Stimme fast selbst ins Ausgeschossen. Ja, ja. Das ist, das habe ich nicht verstanden. Aber es ist doch dort bestimmt auch so wie bei allen anderen Shows, du musst vorher deine Entscheidung festlegen, wenn du willst. Du kannst jetzt nicht gucken, okay, so sind die Stimmen, ich entscheide mich jetzt mal um. Ne? Ja, okay. Du entscheidest wirklich vorab schon, welche Stimme du abgibst. Das wäre ja unfair. Genau, sonst könntest du es ja vor Ort quasi variieren, wie du willst und für dich ausspielen. Ja. Aber ich habe zu ihr gesagt, wir müssen heute, um da sicher durchzukommen, beide auf ein Team gehen. Mhm. Sie geht einfach auf Grün. Weil sie halt das war eine Challenge, damit du noch stärker bist. Ja, damit ich noch stärker werde. noch ein bisschen wachsen kann. Erik, halt durch. Erik, halt durch. Team Blau. Blau. So nämlich. Ja, eine Runde weiter. Wir leben noch. Jawohl. Wir leben. Mein Gott, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, ey. Boah, und wir sehen Erik im Exit-Game. Boah, ich liebe es. Ja. Mein größter Wunsch geht in Erfüllung. Mein größter Wunsch. Der nervöse Erik. Die Hoffnung besteht also weiter. Ja, mhm. Hast du schon mal ein Format gewonnen? Ich habe tatsächlich das Promi-Büßen damals gewonnen. Ah, zusammen mit Carina Spack und Daniel Köllerer. War das die erste Staffel? Ja. Krass. Das Ach, da warst du für Couple Challenge wahrscheinlich, ne? Musstest du büßen, genau. Ne? Ja. Ah, okay. Genau. Krass. Und sonst bin ich wirklich nonstop immer nur Zweiter geworden. Wow. Dschungel auch Zweiter, ne? Stimmt, ja, stimmt. Und hier in den Challenges werde ich auch die ganze Zeit nur Zweiter. Ist dir das mal aufgefallen? Ich bin jetzt nur Zweiter geworden. Stimmt. Ey, auch eine Sache, die gar nicht jeder gesehen hat, ne? Die dachten ja, ich glaube, viele denken ja, dass wir morgens das Feuer mit diesem Feuerzeug, was der Umut da ja mit reingenommen hat, wieder anmachen. Aber bleibt das durchgehend an? Ich bin jede Nacht wach. Ja, echt? Ja, also ich stehe nachts, bin ich aufgestanden, um das Feuer nachzuwerfen, weil das Feuerzeug, was Umut ja dabei hatte, das hat zwar einmal geklickt und dann kam auch eine kurze Flamme und dann ging es auch an, aber es ging dann auch nicht mehr. Ah, okay. Ach, krass, also wir haben es die ganze Zeit angehalten. Okay. Das haben viele gar nicht gesehen. Krass, okay. Ist echt noch härter, als man denkt, ne? Weil sonst hätten wir schon einen Tag später kein Feuer mehr gehabt. Ja. Wir werden morgen definitiv mehr kommunizieren, also auf jeden Fall. Das habe ich gelernt, das verstehe ich. Und tut mir leid, dass ich das bis jetzt auch nicht gemacht habe. Das war ein Fehler von meiner Seite aus gewesen. In den letzten Games wirkte Jana nicht ganz so ehrgeizig irgendwie, ne? Immer eher so, ach ja, ja, so auf sich zukommen lassen, genau, einfach gemacht, ja. Aber das hat sie auch ehrlich gesagt, dass sie keine Lust auf die Challenges hat, wenn die nicht ein Wort miteinander reden. Ja, ja, da gebe ich ihr natürlich schon recht. Ja, kann man auch verstehen. Wir werden nicht mehr Freunde werden, das weiß ich. Und das will ich ja auch nicht mehr. Aber wir müssen hier uns zusammenreißen und irgendwie zu einem Nenner. Ja, das klingt doch gut. Ja, dann hat der Streit denen jetzt echt geholfen, so ein bisschen. Mhm. Wir geben morgen alles. Aber ist Sabrina fit genug? Ich bin kurz vorm Umfallen, wirklich. Ich gehe mal zum Medical und die Medikamente holen. Hoffentlich kann sie antreten überhaupt. Ja. Also die hat
High Temperature. Richtig erwischen. Not good. Boah, da muss Erik vielleicht sogar alleine antreten. Die Strandärzte. Dann nur eins gegen eins, die beiden Männer gegeneinander. Die Situation. Dann ist Erik komplett am Ende mit denen. Das erträgt er nicht. Zu viel Druck. Zu viel Druck. Ich finde Tobi echt ganz süß, muss ich sagen. Ich bin auch manchmal, wenn ich so mit dem rede, ich bin ein bisschen verlegen auch. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die alle so ineinander verknallt waren. Klingt doch bisher gar nicht so irgendwie. Wenn das vorher gewesen wäre, wäre es mir wurscht, aber eben nicht genau jetzt heute. Ja, der hat es auch nicht leicht gehabt. Blöd. Der Erik? Ja. Ich habe natürlich richtig große Angst, dass wir rausfliegen. Natürlich richtig große Angst. Nächstes Mal. Alles ist bereit für das Exit-Duell. Aber wie bereit ist Sabrina? Komm schon. Das ist so kalt. Ich schwöre dir. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Oh, sie hört sich gar nicht fit an. Am Strand wartet ein weiteres Spiel. Also ich sag euch jetzt schon eins. Ja? Es wird den größten Plot-Twist geben ever. Ehrlich? In der Folge? Entweder der oder es wird müsste eigentlich jetzt kommen, ja. In dieser. Das war dieser Tag, wo das passiert ist, diese Challenge. Das kann ich jetzt schon sagen, es kommt ein ganz, ganz böser Plot-Twist. Oh, ich bin sehr gespannt. Der vielleicht sogar dem einen oder anderen nicht gefällt. Jetzt machst du die Leute neugierig. Ja. Stark. Ja, war doch eine unterhaltsame Folge. Ja, war absolut Drama pur. Man hat gesehen, die Mädels sind auch langsam so an dem Punkt, wo sie keine Lust mehr aufeinander haben. Zumindest einige. Und ich bin froh, dass wir uns da noch mal so ein bisschen retten konnten. Und bin jetzt echt gespannt, wie das weitergeht. Jetzt hoffe ich aber auch, dass Erik sich rettet. Ich habe irgendwie in dem Format ein paar neue Sympathien für ihn entdeckt. Weil ich jetzt seine Nervosität, die er vor Spielen hat. Also irgendwie würde ich es ihm irgendwann auf jeden Fall gönnen, ein Spiel eins oder ein Format zu gewinnen. So. Also ich habe ihn auch noch mal ganz anders kennengelernt. Ich kannte ihn ja davor auch schon. Natürlich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wir haben täglich was miteinander unternommen. Ja. Aber ich kannte ihn und natürlich die Shows habe ich gesehen. Und da habe ich ihn auch noch mal ganz anders kennengelernt. Das Format tut ihm echt gut. So. Ja, das, absolut. Da macht er sich gut. Das habe ich auch gesagt. Find ich unterhaltsam. Stark. Vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Uns auch. Passt auf euch auf und viel Spaß noch beim Gucken. Und dann hoffen wir mal, dass es noch weit geht. Wir drücken weiter die Daumen. Leute, danke fürs Zuschauen. Schaut bei Daniele vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.